Also Sie haben eben gesagt, dass es ja darum geht, dass die Leute auch aufstehen und sich einmischen und versuchen selber was zu ändern. Aber was soll man denn tun, wenn man nicht mal ein Instrument wie die Europäische Bürgerinitiative hat, mit der man sozusagen unverbindlich wenigstens auf EU-Ebene als Bürgerschaft auftreten kann? Man kann ja Mitglied bei Mehr Demokratie werden, wie ich es ja bin, und kann sich mit Mehr Demokratie einmischen. Also sich auch zu organisieren, um Widerstand leisten zu können. Und bei TTIP gibt es ja eine ganze Menge an Aktionsformen, die auch im Netz stattgefunden haben, die auch mittlerweile große Wellen geschlagen haben. Ich würde mir mehr Demokratie auf europäischer und auf nationaler Ebene in Deutschland noch mehr wünschen und trete dafür ja immer wieder auch massiv ein. Aber wir brauchen dann auch schon Mehrheiten in Deutschland, um auch zum Beispiel in Deutschland mehr Demokratie als bundesweites Steuerungsinstrument endlich zu haben. Also Sie meinen da ganz konkret auch den bundesweiten Volksentscheid, der in Deutschland ja seit 60 Jahren eigentlich gefordert wird, aber wo sich die CDU immer noch wehrt, den einzuführen. Sie würden das sofort machen, auch zu Themen wie TTIP? Na klar brauchen wir bundesweite Interventionsmöglichkeiten, auch für das Thema TTIP, aber auch für viele andere Fragen. Und in der Tat, seit 60 Jahren gibt es diesen Prozess nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Alliierten vor 70 Jahren ein Nazi-Deutschland vorgefunden haben, wo es immer Angst gab, wenn jetzt auf einmal Volksentscheide von Nazis betrieben werden, was da rauskäme. Nur jetzt sind 70 Jahre Reifung, 25 Jahre deutsche Einheit. Wir haben gelernt, mit dem Element mehr direkter Demokratie in Deutschland umzugehen. Bayern hat irgendwann mal gedacht, dass die Welt untergeht, wenn direkte Demokratie eingeführt wird. Und heute wird es in Bayern gelebt. Und das, was in Bayern funktioniert mit direkter Intervention, kann doch für die Bundesrepublik nicht schlecht sein. Und deswegen glaube ich, dass wir uns stärker engagieren müssen, dass wir hier einen Veränderungsprozess endlich brauchen. Genau, weil es ja eben ganz genauso sein kann, dass viele Menschen sich eben nicht mehr politisch engagieren, weil sie das Gefühl haben, man kann nie verbindlich mitentscheiden. Und dass, wenn endlich mal die Chancen da wären, dass Verbindlichkeit besteht, ja, auch wieder wirklich viel mehr Menschen sagen würden, okay, es lohnt sich, ich stehe auf von meinem Sofa und informiere mich und trage solche Instrumente dann auch mit. Wir haben in Thüringen die größte Bürgerbewegung gehabt für mehr Demokratie. Und ich bin einer der Gründungsmitglieder. Also ich bin so stolz drauf, dass wir sagen können, das größte Volksbegehren, das es in Deutschland in der Menge und der Intensität in einem Bundesland gegeben hat, war ausdrücklich für mehr direkte Demokratie. Da saßen keine Leute auf dem Sofa. Und die letzten Stunden von diesem Volksbegehren waren die schönsten Glücksmomente meines Lebens, weil wir lange Angst hatten, Ralf-Uwe Beck und ich haben lange Angst gehabt, ob denn noch wirklich genügend kommen. Und dann stand der große Omnibus da. Und wir standen vor dem Omnibus und auf einmal standen die Menschen in Schlange und wollten unterschreiben. Das war das Schönste, was ich erlebt habe. Und wenn ich mir dann überlege, dass in Zukunft sowas, solche Situationen noch positiv entstehen, weil ein bestimmtes Thema besonders wichtig ist, Fracking, Militäreinsätze, Abrüstung, also Themen, wo ich sage, wie wäre es denn, wenn darüber mal deutschlandweit gestritten würde? Das sind keine Fragen einer gemeindlichen Entscheidung oder einer Landesentscheidung. Das sind deutsche Entscheidungen. Und die Frage, ob Gesundheitsvorsorge als möglicher Ansatz für alle Bürger so neu aufgestellt wird, dass die Dinge nicht immer weiter privatisiert werden. Dass die Rückeroberung des Öffentlichen ein Teil eines gesellschaftlichen Prozesses wird. Also darüber wenigstens zu träumen und ein Instrument zu schaffen. Und auch zu wissen, dieses Instrument könnte auch versucht werden zu missbrauchen. Also muss man bessere Argumente haben. Und deswegen engagiere ich mich eben seit vielen Jahren für mehr Demokratie. Danke. Eine letzte Frage noch. Würden Sie wirklich auch so weit gehen, TTIP, also das Freihandelsabkommen, als Generalangriff auf die Demokratie zu werten? Es ist erstmal der Versuch der Konzerne, eine Struktur jenseits der Nationalitäten zu organisieren. Dieser Versuch war lange abzusehen. Und da die Bundesrepublik Deutschland solche Verträge auch schon mit anderen Staaten abgeschlossen hat, kommt jetzt nur eine Vertragskonstruktion zurück, die wir selber schon in Machtarroganz gegenüber anderen Staaten angewendet haben. Also die Frage, ob das ein Angriff auf die Demokratie ist oder nicht, nehme ich sozusagen als zweite Betrachtung. Die erste Betrachtung ist erstmal, mischen wir uns engagiert genug ein, damit solche Verträge wieder an Rechtsstaatlichkeit und an nationales Recht und nicht an transnationales Recht. Ich weiß nicht, was transnationales Recht ist. Transnationales Recht ist immer nur Vertragsrecht. Nationales Recht ist immer gekoppelt an Parlamente. Und deswegen glaube ich, die Dreiteilung in einer Demokratie,
zwischen der Judikative, der Legislative, der ausführenden Gewalt, der beschließenden Gewalt und der juristischen Bewertung dieser Gewaltenteilung. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, auf den wir hin müssen. Okay, danke schön.